Hallo meine Lieben, heute wie versprochen meine Roomtour. Ihr habt lange darauf gewartet, heute geht es los. Ihr seht mich hier vor der Eingangspforte stehen und jetzt drehe ich mal so langsam rum, dann habt ihr mal so einen kleinen Blick über das Anwesen der Finca auf Mallorca und da werde ich euch jetzt mal so ein bisschen im Detail zeigen, wie das Ganze aussieht. Wer Interesse hat, möchte sich da anschauen, der sollte dranbleiben. So, hier ist also der Eingangsbereich und jetzt gehen wir mal so langsam die Einfahrt hoch und ihr seht, da oben steht mein Auto und hier rechts haben wir noch Parkplatzmöglichkeiten, also da passen ganz locker noch drei Autos hin, aber ich stehe halt immer vor der Haustür und hier seht ihr natürlich auch wunderschön, alles blüht und alles ist hier voll in der Blüte. Mein lila Baum, der macht natürlich auch sehr viel Dreck, aber das ist natürlich auch wunderschön anzuschauen. Und das muss der Uwe jeden Tag natürlich gießen, ne? Das ist auch klar. So, hier haben wir den Eingang und ja, schauen wir mal. Ja, dann wollen wir mal schauen. Hier ist also der Eingangsbereich, die Diele, wie man so schön sagt in Deutsch. Da haben wir dann hier den Eingangsbereich. Hier geht es dann zur Küche. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also hier eine kleine Sitzbank. Dann das, was die Küche im Grunde genommen so braucht. Kühlschrank, Herd. Diese ganzen Sachen hier hinten, wichtig für die Hausfrau, wichtig auch für mich, haben wir natürlich die Ecke, ich mache nochmal Licht an, haben wir natürlich die Ecke mit der Waschmaschine, auch ganz wichtig. Und von hier geht es dann Richtung Wohnzimmer. Da haben wir hier vorne eine Essecke, ich habe natürlich überall Sachen stehen, das ist ganz klar. So. Und da geht es raus auf die Terrasse. Die Terrasse geht ringsum, die schauen wir uns gleich an. Und da ist mein Streaming-Ding und mein Stream-Deck und so weiter. Von hier aus geht es dann in die Gästezimmer. Wir haben also hier das Zimmer mit einem Bett. Da waren vorher zwei Einzelbetten drin. Ich habe eins rausgenommen, das könnte man also noch aufstellen, aber ist nicht unbedingt notwendig. Hier ein kleines Zimmerlein. Dann hier das Doppelzimmer. Alle Zimmer haben Zugang zur Terrasse. Und da ist jetzt natürlich Uwes Zimmerlein. Nicht aufgeräumt. Ja. Ich habe also ein großes Bett und eigenes Badezimmer, natürlich für mich. Also ich habe jetzt nicht extra aufgeräumt, das sieht so immer aus. Und hier ist natürlich nochmal ein Gästebadezimmer, ganz klar. Ja, wie man das so braucht. So, und ich eben sagte, jedes Zimmer hat irgendwo einen Zugang zur Terrasse. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an und gehen einfach mal hier raus. Und das seht ihr natürlich hier einen Grill. Das Grundstück hat noch rund 5000 Quadratmeter. Ihr habt also noch einen Grill. Dann hier noch so ein Tischchen im Vordergrund. Ja, und das ist so der Blick auf den Swimmingpool.
Ja, nicht schlecht, ne? Aber ich sage euch sehr ehrlich, also ich stehe hier morgens um 6 Uhr auf, dann habe ich erstmal eine gute Stunde mit dem Swimmingpool zu tun und muss den ganzen Pool sauber machen. Ja, bis das dann soweit ist, dann gibt es Kaffee, ganz klar. Ja, und dann wird hier erstmal schon mal die Terrasse gefegt und sauber gemacht, aber ihr seht, diese lila Blüten sind überall, also schon eine tolle Geschichte. Ne? Man, der ganze Baum summt, überall die Bienen dran, ist also schon eine tolle Sache. Aber ja, ist natürlich eine Heidenarbeit. Ne? Hier überall blüht es, überall ist schön, schön anzuschauen. Ja, also schon nicht schlecht. Gut. Das war mal so jetzt hier der Eindruck. Den Rasen, den kann ich auch alle 8 Tage kann ich den mähen. Das ist also auch dann richtig schon eine große Aktion. Und ja, da habe ich also schon was zu tun. Ne? Da habe ich wirklich ein bisschen was zu tun. Ja gut, so, jetzt habt ihr mal so einen kleinen Überblick. Hier unten ist noch die Garage. Da kann man also, wenn schlecht Wetter ist, das Auto dann auch noch hineinfahren. Da ist noch die Garage. Und wie ich eben sagte, da sind also noch 5000 Quadratmeter Grundstück, mit denen ich aber nichts zu tun habe. Das macht also die Besitzerin. Komplett. So, meine Lieben, ja, das war also mal meine kurze Roomtour und ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Adresse werde ich jetzt nicht rausposaunen, das ist ganz klar, aber für die, die natürlich Mallorca kennen und auch die Gegend kennen, die haben natürlich schon gesehen, in welcher Ecke das ist und ja, aber ich liege hier im letzten Winkel. Hier ist, wir sind umringt von 5 anderen großen Fincas. Und ja, die Nachbarn gucken also schon, wenn hier was los ist. Man hört auch dann auch relativ gut, wenn dann jetzt so Fahrzeuge kommen. Gut, ihr Lieben, das war's. Und ich hoffe, die Haustour hat euch so ein bisschen gefallen. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, euer Uwe.